ich bin ja halbwegs bekannt dafür, relativ viel auf Amazon einzukaufen. Ah, hier sehen wir es schon. Es geht schon wieder los. Mein Amazon-Bestellverlauf 2021. Und da kommen teilweise ja wirklich wilde Sachen rein. Ich meine, einfach mal Amazon eingeben und man sieht hier einfach schon einen ganzen Verlauf. Ich teile da gerne einfach mit euch, was halt so abgeht. Mache ich nicht zum Angeben, logischerweise. Das sind einfach Betriebs- und ja, berufliche Ausgaben, die ich einfach habe. Das ist Equipment für meine Mitarbeiter und so weiter und so fort. Das sind einfach eine Kamera, zum Beispiel die Kamera. Ne, das muss alles mal gekauft werden. Heute, ja, im großen, grande Finale über 2020, das heftigste Video bisher überhaupt. Und zwar machen wir heute ein Video über die heftigsten und teuersten Bestellungen vom ganzen Jahr 2020. Und ich habe eine coole Auswertung gefunden, die quasi nach, also ranken kann. Ne, dann weiß man, wie viel man insgesamt ausgegeben hat im Jahr. Das werden wir rausfinden. Wir werden auch rausfinden, was das teuerste war. Und das zweiteuerste, dritteuerste, vierteuerste, was ich mir 2020 auf Amazon gekauft habe. Wie würdest du dein Kind nennen? Zeus, Herkules, Optimus Prime, Alter. In diesem Sinne, rein in die Bücher. Buchstäblich. Ja, buchstäblich rein in die Bücher. Hast du über 30.000 bestellt? Das ist eine spannende Frage, lieber Chat. Sehen wir gleich. Hier als allererstes mal einmal die Excel-Tabelle, in der ich quasi jede einzelne Bestellung aus dem Jahr 2020 drin habe. Das sind insgesamt, ja, ihr seht jetzt hier quasi aktuell nur 221. Allerdings liegt das nur daran, weil ich manchmal halt gleich 5 Sachen auf einmal bestellt habe und das dann halt wie hier zum Beispiel nur als eine Bestellung zählt, obwohl es eigentlich viel mehr gewesen waren. Und hier sehen wir es schon einmal, wir haben hier exakt 324 Bestellungen. Exakt 324 Bestellungen in einem Jahr. Das heißt ungefähr, ja, kann man auch nochmal ausrechnen, ist eigentlich auch ganz spannend, wie viel das pro Tag war. Das heißt, wir nehmen einfach die 324 geteilt durch die 365 Tage, die das Jahr ja hatte, und kommen dann auf 0,89. Das heißt, ich habe im Schnitt 0,89 Pakete jeden Tag bestellt. Also fast jeden Tag ein Paket. Das ist schon mal ein witziger Funfact. Mega witzig. Also wir schauen uns das allererstes mal diese Grafik an, weil die Grafik ist relativ spannend. Und zwar ist es einfach eine, einfach mal ein Verlauf der Gesamtkosten vom Anfang des Jahres bis Ende des Jahres. Mega spannend hier zu sehen, wie auch quasi mein Einkaufsverhalten sich verändert hat über das Jahr. Quasi ganz links ist der Anfang des Jahres, das ist die erste Bestellung, und ganz rechts war die letzte Bestellung. Hier am Anfang, ne, relativ sparsam gewesen. Hier seht ihr immer so kleinere Spikes einfach mal. Und das waren natürlich dann teure Bestellungen, wie zum Beispiel eine neue Kamera, ein Objektiv, irgendwie ein Laptop oder sowas. Solche Sachen, die haben natürlich dann diesen großen Spike ausgelöst. Auch voll spannend. Ich habe bis zur Hälfte des Jahres, war ich hier bei 7.500 Euro und am Ende des Jahres war ich dann bei 30.000 Euro. Das heißt, in der ersten Hälfte des Jahres waren es 7.500 Euro und in der zweiten Hälfte des Jahres 22.500 Euro. Also einfach dreimal so viel wie in der ersten Hälfte. Genau, und das ist exponentielles Wachstum, meine Damen und Herren. Wenn das ein Aktienchart wäre, dann wäre es auf jeden Fall strong. Ist es leider nicht, sondern meine Ausgaben. Ja, 30.000 Euro in einem Jahr ist relativ saftig, ne, ist klar. Ich habe auch schon mal in dem Video logischerweise sowas Ähnliches gezeigt, wie viel da quasi monatlich ausgegeben werden für Equipment und auch für Mitarbeiter und so weiter und so fort. Einfach mal nur das 30.000 Euro, die ich bei Amazon in einem ganzen Jahr nur ausgegeben habe. Ist schon wild. 30.000, chillig. Das ist die Kurve von Corona, schreibt der Chat ja auch. Ja, Mann. Hast du so ein Geschäftskonto bei Amazon? Nee, habe ich nicht. Weil dafür müsste man dann extra Amazon Prime nochmal zahlen, Alter. Und das spare ich mir ja mal sowas von. Ja, aber könnte man vielleicht mal machen. Hier war es noch lineares Wachstum bis September. Und dann, ne, ganz zufällig, habe ich hier tatsächlich irgendwann Alex angestellt, einen Dinoscale-Programmierer. Dann hier irgendwann, ne, genau das war quasi Felix, der auch Equipment gebraucht hat. Und hier war dann auch nochmal, ich glaube, LA, die auch Equipment gebraucht hat. Und dann war es natürlich ganz, da war das Ganze aus. Spannend geht jetzt nämlich gleich weiter. Wenn wir uns mal die Top 10 oder die Top 11 Bestellungen anschauen, die teuersten Sachen des ganzen Jahres. Hier sind wir einmal in Photoshop und da haben wir nichts anderes als die Grafik der teuersten Dinge, die ich mir quasi in diesem gesamten Jahr gekauft habe. Schön bunt eingezeichnet. Die Grafik hier ist noch nicht beschriftet. Diese Sachen blenden wir jetzt nämlich nacheinander ein. Und zwar ignorieren wir jetzt einfach mal die rechte Hälfte. Das waren ja insgesamt über 300 Sachen. Interessant sind nämlich die 10 bis 11 Sachen auf der linken Hälfte, die die Hälfte des ganzen, der ganzen Jahresausgaben ausmachen. Also ich habe 300 Sachen bestellt und 10 machen die Hälfte davon aus. Das ist schon insane. Hier auch das Pareto-Prinzip mal wieder richtig gut angewandt. 20% der bestellten Sachen machen hier 80% der gesamten Ausgaben aus. Und ich glaube, das käme recht gut hin. Und zwar fängt das einmal an mit einem Monitor, beziehungsweise mit zwei Monitoren.
die hier unten sind. Das waren zwei Monitore. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich die mir selber gekauft habe oder ob das Monitore für Felix waren. Genau, aber auf jeden Fall könnt ihr mir vorstellen, dass es vielleicht zwei Monitore für Felix waren, für meinen Cutter oder eben für mich. Und die hier einmal für 600 Euro. Das ist das 11. teuerste Ding, was ich gekauft habe. Auf Platz 10 haben wir hier einmal den NAS-Server. Ja, das ist quasi der Server, 18 Terabyte an Speicher, die quasi rund um die Uhr laufen, damit man da quasi immer auch von Entfernung aus darauf zugreifen kann und dann einfach ein großes Archiv auch hat und auch die alten Videos nochmal abspeichert, die ganzen Projekte. Was ihr vielleicht nicht wusstet, hat jedes einzelne Video von uns zwischen 200 und 600 Gigabyte und das muss natürlich irgendwo gespeichert werden, ne? Klar. In diesem Sinne geht's weiter mit einem Fernseher. Und zwar ist es ein TV in unserem Büro, wo man halt einfach, ne, mit dem wir dann einfach die Videos reviewen, nochmal in Groß und 4K und generell Teambuilding-mäßig steht einfach in unserem Büro ein Fernseher für knapp 900 Euro, ist ein Samsung-Fernseher, der kann mega viel, also ich bin mittlerweile echt impressed, wie günstig eigentlich Fernseher geworden sind. Weiter geht's hier mit Platz 8, einem Smart Home, also das war einfach diverse Smart Home-Ausstattungen, das war jetzt keine einzelne Sache, wie gesagt, Amazon macht das ja so, dass sie immer mehrere Bestellungen zu einer zusammenkleben. Das heißt, das waren halt verschiedene Glühbirnen. Das war aber auch nochmal eine Smart-Steckdose. Quasi über die Smart-Steckdose könnte man eine Klimaanlage anstecken und die kann man dann mit dem Handy an- und ausschalten zum Beispiel. Und da waren so ein paar Sachen dabei. Genau, einfach diese Smart-Home-Ausrüstung und Ausstattung. Also ich habe insgesamt bestimmt 2000 Euro für das Smart-Home ausgegeben. Aber das war die größte einzelne Bestellung und deswegen ist es ja aufgeführt. Die nächste ist hier mein iPad. Auf Platz 7 für 960 Euro. Das iPad ist hier, benutze ich jetzt auch im Stream generell. Übrigens, ne, für YouTube hier. Ich streame auch gerade. Link in der Videobeschreibung. Das iPad hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich mache dafür darauf relativ viele Sachen. Ich nutze es jetzt aktuell als zweiten Monitor. Ich habe aber auch noch teurere Sachen zusätzlich gekauft. Wie zum Beispiel eine Tastatur fürs iPad und den Apple Stift und so. Und ihr seht es ja auch generell öfter in meinen Videos. Da zeichne ich immer irgendwas. Und insofern, also prinzipiell hat sich das gelohnt. Ich bereue hier nichts davon auf jeden Fall. Und alles solide Investment. Auf Platz 6 jetzt schon. Der 3D-Drucker, das erste, was vierstellig ist, mit 1110 Euro, hat sich auch mega gelohnt. Logischerweise, ne, ich habe damit ein eigenes Spielzeug erfunden, was übel eine geile Nummer war. Das habt ihr ja mittlerweile schon zu Genüge mitgekriegt, gehe ich mal von aus. Auf Platz 5 haben wir hier einen Laptop. Und zwar einen Laptop, den ich mir selber gekauft habe. Der liegt im anderen Zimmer gerade. Den habe ich hier auch, aber ich habe ja auch einen PC. 1500 Euro ist ein Laptop, der hat einen i7, der hat 16 GB RAM. Der hat 144 Hertz, aber nur Full HD und der ist solid. Ich glaube, der hat eine RTX 2060, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall ein solider Laptop für 1470 Euro oder so ist auf jeden Fall voll solid. Ein besserer Laptop ist auf jeden Fall der hier für 1700 Euro für Ellie. Quasi, ne, ist ja auch eine der Mitarbeiterinnen hier. Also nicht hier, bin ja gerade in Bayern, aber hier in Köln irgendwo, ne. Und die baut natürlich auch einen Laptop. Und die hat auf jeden Fall noch mal einen geileren. Ich glaube, die hat einen besseren Prozessor, auch eine bessere Grafikkarte. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich weiß gar nicht, hat der 4K von ihr? Ich weiß es nicht. I don't know. Aber jo. Also die hat basically den gleichen Laptop, den ich auch hatte. Mit dem war ich relativ happy. Nur einfach noch mal bessere Specs. Dann kratzen wir knapp hier mit Platz 3 an den 2000 Euro mit einer Kamera. Das war eine Sony A7 III. Von denen habe ich zwei Stück. Ich habe jetzt auch hier übrigens, werde ich gerade gefilmt, von der Sony A7S III. Ist eine geile Kamera. Also auch die Sony A7 III ohne S ist eine geile Kamera. Ist eine starke Kamera. Und ich finde es ja auch spannend, weil eine Kamera macht schon so einen dicken Teil von diesem Kuchendiagramm aus. Eine Kamera macht so einen dicken Teil aus, dass obwohl alles 30.000 Euro sind. Und ich finde, das fand ich schon krass. Das fand ich halt schon echt insane. Wie gesagt, dass halt auch hier diese linke Hälfte einfach die Hälfte der Ausgaben sind, obwohl es halt nur 10, 11, ne, hier die Hälfte, es geht ein bisschen über die Hälfte, aber obwohl es halt nur so 10,5 Sachen eigentlich sind. Schon krass. Die Laptops sind alle von HP Omen, by the way. Das erste über 2000 Euro auf Platz 2. Das Objektiv. Das ist das Objektiv, das ich gerade hier dran habe. Das ist ein relativ weitwinkliges Objektiv. Warte, ich kann mal hier Vollbild machen. Das ist ein relativ weitwinkliges Objektiv, das ich hier so weit machen kann. Ja, das ist jetzt hier nicht so toll geeignet. Aber es hat trotzdem eine relativ gute Tiefenunschärfe. Und deswegen ist es auch so teuer, weil man kann sich immer nur so eine Sache beim Objektiv aussuchen, die geil ist. Wenn man gleich zwei oder drei Attribute von einem Objektiv haben will, die geil sind. Ne? Also lichtempfindlich, Flexibilität oder Qualität oder so. Ne? Und wenn man halt zwei oder drei Sachen will, die gut sind, dann ist das Ding richtig teuer. Und das ist so ein Objektiv, das hat mehrere Sachen als nur eins gut kann. Es ist ein Zoom-Objektiv, es ist sehr weitwinklig und hat einen tollen, unscharfen Hintergrund. Kommen wir jetzt zum teuersten, ja, zum allerteuersten Ding, was ich im ganzen Jahr 2020 und damit womöglich jemals auf Amazon gekauft habe. Wir waren im Trommelwirbel. Bam! Ein Laptop. Und zwar für Felix, für meinen Hauptkanal Cutter, für 2700 Euro. Ich glaube, der hat einen
Intel i9, der hat, warte, eigentlich könnte man ja actually mal nachschauen, was er kann. Und zwar ist das einmal 300 Hertz sogar, dann ein Intel Core i9, 32 GB Arbeitsspeicher, 1 TB HDD, 500 GB SSD. Zusätzlich haben wir nochmal 2 TB SSD M.2 nachgerüstet und eine RTX 2080 in dem Laptop drin verbaut. Ist schon ein insanes Teil, deswegen hat das Ding auch 2700 Euro gekostet. Ist krass, Felix schneidet damit 4K Videos für meinen Hauptkanal natürlich. Genau, und dafür braucht man auch so ein Beast und der kann das tatsächlich auf seinem Laptop flüssiger schneiden als ich auf meinem PC, der tatsächlich noch teurer war, aber halt auch schon, ne, 2 Jahre älter ist. Insofern hat sich auf jeden Fall gelohnt, war ein nice Investment, ist ein cooler Laptop. Also ich brauche persönlich einfach selber nicht so einen krassen Laptop, weil ich schneide ja erstens die Videos nicht hauptsächlich selber und vor allem schneide ich die Videos ja wenn dann auf meinem PC und ich habe ja einen geilen PC, deswegen muss mein Laptop auch nicht so krass sein. Ellie schneidet auch nicht die Hauptkanalvideos, ne, die sind alle in Full HD, die Videos, die sie schneidet und dafür ist der auch mega sick. Felix hat für 4K das dicke Ding. Makes sense. Ich bin mit allen drei Laptops eigentlich ziemlich happy, also ich finde, das sind ziemlich coole Sachen. Warum eigentlich keine PCs? Weil, ja, wir sind ja nicht dumm, ne? Wir haben ja einfach auch logischerweise das Homeoffice tauglich gemacht. Jetzt aktuell sind ja alle in Homeoffice. Jetzt gerade wegen Corona macht es ja voll Sinn, dass die sowohl im Büro mal sein können, wenn sie halt im Büro sein müssen, aber halt auch im Homeoffice. Wir waren bis vor 3 Wochen recht regelmäßig im Büro. Und ich habe gesagt, okay, ich besuche jetzt meine Eltern, also mache ich jetzt 2 Wochen Quarantäne und habe halt, ne, die ins Homeoffice geschickt. Das ist natürlich mega praktisch, wenn die einen Laptop haben. Und generell, wenn jetzt irgendwie nichts Großartiges ansteht oder so, dann kann Felix halt einfach zu Hause bleiben, muss nicht ins Büro fahren oder so, spart sich Zeit. Und das geht natürlich mit dem Laptop easy. Und auch wenn irgendwie die mal ihre Eltern besuchen oder so, dann müssen die sich nicht Urlaub nehmen dafür. So, dann können die einfach von zu Hause aus weiterarbeiten und so weiter und so fort. Also deswegen Laptops auf jeden Fall chillig. Das Billigste, oh, das ist noch spannend. Das Billigste, was ich mir im ganzen Jahr auf Amazon gekauft habe. Okay, let's go. Wir schauen mal rein. Und hier das günstigste war Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs für 97 Cent. Das einzige, was ich in diesem Jahr gekauft habe für unter einen Euro, war ein digitaler Kauf. Und das günstigste, was ich wirklich auch verschippert bekommen habe, ne, was geliefert wurde, ist ein Isolierband. Und das war das günstigste, was ich mir überhaupt halt, ne, liefern lassen habe. Und zwar ein Isolierband. Ey, Digga, das ist fast eine genaue 20-80-Regel. Das ist ja funny. Das ist ja mal mega funny, Alter. Pass mal auf. 80% der bestellten Produkte sind für knapp 19% der Gesamtsumme verantwortlich. Ne? Also das sind die günstigsten 80% und umgekehrt sind natürlich die teuersten 20% für 81% der Gesamtsumme verantwortlich. Also haben wir hier fast perfekt eine 80-20-Regel. Und das ist halt das Geile an der 80-20-Regel, dass man die halt auf so viele Sachen anwenden kann und die halt ungefähr stimmt. Übel strong.